Haha, ihr Hühnerschrecker. Wir gehen jetzt auf der Suche nach so einem Wolfsrudel. In die Höhle, da sind die bestimmt. Und dann randalieren die da und wir auch. Und dann freuen wir. Eigentlich sind wir Freunde. Wir sind ja eigentlich genau das Gleiche. Wenn man mal überlegt. Also ich bin ja ein Wolf im Wolfspelz und die auch. Und dann. Hört man die hier irgendwo? Ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust, gegen so Wölfe zu kämpfen. Aber ihr wisst ja, die sind ja immer so. Die sind so ein bisschen härter. Und ich habe keine Ahnung, wo diese verdammte Höhle ist. Wirklich nicht. Ich renne jetzt erstmal mal einen Hügel rauf, da ist das bestimmt. Ihr kennt ja vielleicht noch aus dem Ökologieunterricht hier. Wölfe suchen immer gebirgige Regionen auf. Damit sie da nicht von irgendwelchen dämlichen Helden mit so komischen Helmen zertötet werden. Ja, zertötet steht da genauso drin. Das ist so. Zertötet. Das ist nicht nur getötet, weil getötet, das ist ja einfach nur so weg. Nein, zertötet ist so eine Mischung aus zerstört und getötet. So richtig zerbixt werden die da. An den ganzen Stellen von der Welt hier verteilt, wenn sie und surfen! Yay! Ich kann surfen, Leute. Ich kann surfen. Und die Frage ist, ob ich jetzt hier wirklich wieder wegkomme. Aber mal weiter surfen. Oh, geil. Geil. Bin hier runtergesurft. So, jetzt kann mir keiner mehr was. Ich bin der Surfer. Leute, habt ihr gedacht, das funktioniert nicht? Doch, es funktioniert. Hier ist eine zerstörte Hütte. Hallo! Warum sind die Hütten hier alle kaputt? Hatten die Orks so eine perfide Freude daran, das alles zu zerschmettern hier? Leute, ich bin übrigens gerade dabei, mich zu verlaufen. Merkt ihr, ne? Dann müssen wir eben nochmal nach Ardea und von da zurück. Yay! Shitstorm incoming. Nein, lieber nicht. Ich versuche nochmal irgendwo weiterzukommen. Wir haben ja jetzt die Milch und die können wir ja auch abliefern. Was soll denn das hier mit den Schluchten? Sehe ich aus, als wäre ich ein Engländer oder was? Nein. Oh, da kommst du rauf. Ja, guck mal hier. Ein bisschen Selbstdisziplin und das funktioniert. Aber weiter geht's nicht. Scheiße. Ja, dann müssen wir eben andersrum. Nee. Nee. Okay, ich hab's. Wieso habe ich das jetzt alles gemacht? Ich weiß es nicht. Aber wir haben mal einen schönen Ausflug gehabt. Oh, neue Tiere. Bisonsen. Oh nein, ach du Scheiße. Ich dachte, die sind... Oh Gott. Ich dachte, hau ich einmal drauf und dann war's das. Oh. So eine überhöhte Position. Au, oh, nein! Hilfe! Mutti! Was soll denn das? Ja, es geht weiter, ne? Ist ja klar. Es geht weiter. Geht immer weiter. Ja, Leute, es geht weiter. Ich weiß nicht, warum die sich nicht bewegen, aber ich will es auch nicht hinterfragen. Ich schieße jetzt beide ab und dann mache ich aus. So, stell ich mal ein bisschen weiter nach da. So, fertig. Leute, das ist greifender Sozialdarwinismus. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt, von wegen, das ist gemein, Maddie, hör auf, das sind Schutzbefohlene. Nein. Das ist, also wer so blöd ist, der verdient das auch nicht anders. Das ist wie jemand, der, weiß ich so... Sagen wir mal, so ein 17-Jähriger, der an den Kühlschrank geht. Nicht an den Kühlschrank, sondern an den Medizinschrank geht. Nein, auch nicht an den Medizinschrank. Was ist denn das? Also, stell dich mal vor, ihr habt eine Spüle und darunter der Schrank. Da steht ja mal Spülmittel und so weiter, ne? Und der haut sich erstmal so eine ganze Pulle abflussfrei rein, ne? Der hat auch verdient. Das ist genau das Gleiche. Mason? Ach, guck mal, Mason. Mason! Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich habe mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt.
Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. Ich glaub das nicht, wirklich. Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Was geht ab, Leute? Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Was ist mit den Schweinen? Ach, die sind nicht so wichtig. Die geben ja keine Milch. Verstehe. Glaubst du? Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch. Du wirst sehen. Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Wir werden sehen. Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Wenn du glaubst, dass es eine leichte Sache ist, die Kühe zu töten, dann bist du schiefgewickelt. Die Mistkerle passen auf die Biester auf, wie auf ihren Goldbeutel. Naja, wir werden sehen. Sag mal, wer wird euch das Zeichen geben, um loszuschlagen? Wir haben einen Spitzel in Monterra eingeschleust. Er wird uns benachrichtigen, wenn der Moment gekommen ist, Monterra einzunehmen. Ja, egal, wer ist denn das? Ich kann nicht mehr. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Lass mich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, nein. Ich habe zu viel dummes Zeug gequasselt, deswegen muss ich jetzt unbedingt eine Pause haben. Wo ist denn jetzt das mit den Wölfen hier? Das sieht mir zumindest aus, als wenn es hier irgendwas gäbe, aber... Da kommen wir doch her, da haben wir schon geguckt. Das ist bestimmt irgendwo ganz anders. Wenn er steht an der Küste, dann ist er auch irgendwo im Binnenland. Ich kenne das doch. Das ist doch Gothic 3. Ja, Leute, ich versuche ein bisschen pazifistischer zu spielen gegenüber den Menschen. Ja, ihr habt mir gesagt, dass ich so ein bisschen... Es ist ja auch nicht mehr immersiv, wenn ich jeden Kreti und Pleti hier verhaue, die mir gerade eine Quest gegeben haben, nur um zu gucken, ob ich das kann. Da geht ein bisschen was vom Spiel verloren. Gebe ich auch offen zu, das muss nicht unbedingt sein. Aber das heißt nicht, dass das komplett vorbei ist hier, ne? Also manchmal gibt's da noch. Richtig Kartoffel gibt's da noch. Wenn die dann nochmal fragen, dann gibt's nochmal hier. Ja, dann reiße ich denen die Bäckchen ab. Hallo! Ich habe Milch mitgebracht. Milch! Hier, bitteschön. Nimm. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann, hier ist dein Lohn. Dankeschön. Das ist mein Lohn. 200 Jolt. Wieder immer einer niest. Gut. Das finde ich immer schön. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich finde das immer klasse. Wenn da einer niest, also, dann geht mir das Herz auf. Das ist auch so ein richtiges herzhaftes Niesen, so, wo man richtig weiß, Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Oh Mann, vielleicht essen ja einige Leute dabei. Kann ich euch nicht. Echt nicht. Hinterher mache ich einen Witz und ihr müsst das alles ausspucken, das ist auch scheiße. That's what she said. So, bis mir das... Ich mag das nicht anerkennen, dass der eine Typ mich hier verhauen hat. Ashton Kutscher. Den haben wir schon weg. Hugo, den haben... Was meinst du? Auf mich wirkst du recht plan. Such. Ach, das hier. Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Da kann ich gerne mal mitgehen. Schade, ich wollte ja noch Diebeskunst auf so und so viel bringen. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? So, dann versuchen wir mal was Neues hier. Mal gucken, vielleicht geht das ja. So, Turok-Modus. Nein, das funktioniert nicht. Tauschen. Er ist schon hart, ne?
Ehrlich! Oh. Deckung hoch! Ja. Oh Gott, da hat er mich überrascht. Da habe ich ihn überrascht und jetzt hat er mich wieder überrascht. Nee. Nächstes Mal mache ich diesen Blödsinn mit dem Bogen nicht mehr und gehe gleich voll aufs Ganze. Der erste Schlag muss sitzen. Und wenn ich es schaffe, ihn zu vergiften, dann hat er sowieso keinen. Dann hat er keine Chance mehr. Dann hat er keine Chance mehr. Ja, ehrlich nicht. Hat er nicht. Pass auf, das versuchen wir jetzt mal. Jetzt gibt's auf die Fresse. Moin. Komm her, du bist draußen. Der Kampf ist vorbei. Ey, sag mal, das ist doch noch. Wah! Ich hab's noch gar nicht richtig angefangen. Da müssen wir gar nicht so. Komm hier jetzt, Ernie. Wenn du sagst, ja, das ist gar nicht mehr richtig. Hier, guck mal, bist schon wieder draußen, ne? Das sind genau die Leute, die dann sagen beim Völkerball, ja, du standst aber einen Zentimeter zu weit vorne. Oh, Abpfiff. Weißt du, das ist auch Erziehung, ne? Komm her, Bürschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Oh, ja, jetzt bist du geliefert. Du bist sowas von geliefert. So ist nochmal. Bitte hör dann auf. Hör auf! Was ist denn mit Gift hier? Das bringt gar nichts! Nicht nachlassen! Okay, ich laufe jetzt einfach weg, bis er vergiftet zusammenfällt hier. Ja. Oh! Ja, ein bisschen feige, aber ich. Ich fühle mich hier keiner Schuld bewusst. Nö. Geschafft. Denn das ist mein Bett. 2 Lebenspunkte habe ich noch gefühlt. Das war ein bisschen knapp. Oh, wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Mhm. Ja, ist ein Weg. Hey. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Da hast du recht. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Wie viel Erfahrung brauche ich eigentlich fürs nächste Level noch? Oh, das ist ja gar nichts mehr. Da prügel ich seinem Kumpel noch das Gehirn raus und dann... Fedor? Ach, nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Hier ist dein Preisgeld. Ach, siehst du mal. So einfach geht's natürlich auch. Wo ist er denn? Hugo! Weiter so. 15, 18. Ich muss unbedingt das mit den schweren Schlössern hinkriegen. Der Rest ist mir eigentlich egal. Bring mir was. Was? Wie kann ich mich rausreden? Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, aber ich brauche unbedingt das mit den schweren Schlössern. Jetzt habe ich ein Problem in diesem Spiel irgendwann. Als wenn das so einfach wäre. Goose! Lass. Habe ich vorher gespeichert? Ja, ich glaube schon. Na? Komm her! Ja, der muss auch irgendwie machbar sein hier. Ja! Ja, so fangen wir schon mal an hier. Oh Mann, Goose! Oh Gott, nein! Gleich nachsetzen hier, feige ist das. Oh mein Gott. So kämpft doch kein Mann. So kämpfen Männer. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Jetzt nichts zu holen. Ach, okay, den habe ich schon ausgeräumt. Ausgeräumt. Hätte ja sein können, dass ich denn. So, ab ins Bett. Wie ich ihn kleiner genannt habe und dann auch noch verhauen, das klingt ja jetzt schon so richtig böse, als wäre ich hier derjenige, der immer auf die Suche nach so neuen Leuten geht und dann die verhaut, nur so, zum Spaß. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder! Hier ist dein Preisgeld! That's what she said! Mordsmäßiger Bums, ich glaub's auch. Ja, hab ich, aber den zeige ich dir nicht. Fedor. Hast du nichts zu tun? Nein, hab ich nicht. Wo ist denn dieser eine Typ, den wir schon verhauen haben? Störe mich nicht. Ach, das war der mit dem Sklaven? Mach hier keinen Ärger, klar? Ich mach doch nie Ärger. Leute, habe ich in diesem Spiel schon mal Ärger gemacht? Ärger machen ist das, was Medis am besten können.
Okay, wo ist denn hier der Super Babo? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. So, ich bin jetzt der Champion. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Mhm. Wie du willst. Jetzt bekommst du deine Packung. Hier, Packung, pass auf, jetzt gibt's richtig Packung hier. Spiel, Spaß und Überraschung. Leute, nicht nachlassen. Leute, Ashen kämpft. Oh Gott, nein, der war doch wohl. Leute, Ashen ist vergiftet. Leute, Ashen hat nur die Hälfte Lebensenergie. Ja! Nicht nachlassen. Leute, Ashen ist viel schlechter als alle anderen in dieser Arena, mit denen wir schon gekämpft haben. Oh Mann, ist das eine Wurst. Das gibt es doch nicht. Ja, ich bin der Stärkste hier. So, jetzt erstmal waschen. Hier, das Blut von ihm aus dem Gesicht. So, dann geht's erstmal schlafen. Wow, du hast Ashen glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Sicher? Versucht es einfach mal, Leute. So schwer ist das gar nicht. Vor allem jetzt, wo er keine Waffe mehr hat. Oh mein Gott. War das eine Fatze? Ey, das gibt's doch nicht. Das kann man doch nicht in Worte fassen, was das für eine Lusche war. Ja, okay, vielleicht. Wer ist jetzt der Champion? Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ah, und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Nein. Lass mich in Ruhe. Naja, aber zufrieden werden wir ja sowieso nicht mehr in diesem Spiel. Also, bis dann, Freunde. Tschüss.